So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Rohan muss unterworfen werden. Wir werden niemanden verschonen. Letztes Mal haben wir hier... Entschuldigung. Mit der Armee von Lurz... Rohan selbst eingenommen. Ich nenne es jetzt einfach mal Zentral-Rohan, weil es ein bisschen blöde ist, das Gebiet hier als Rohan zu bezeichnen, wenn Rohan deutlich größer ist. Und haben zum ersten Mal unsere Belagerungsmaschinerie so ein bisschen gezeigt. Schade, dass wir noch keine Minen hatten, aber vielleicht ist das, weil die storytechnisch erst zum ersten Mal in Helms Klamm verwendet werden. Also schätze ich mal, dass wir spätestens ab da dann auf jeden Fall Minen verwenden dürfen. Und ich habe letztes Mal gesagt, wir werden jetzt wieder als Saruman spielen und holen uns hier den Saum Fangorns. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte vielleicht tatsächlich das zuerst machen sollen, denn ja, groß genug ist unsere Armee für den aktuellen Zeitpunkt eigentlich von Anfang an so ein bisschen. Da muss nicht unbedingt mehr. Aber wir haben letztes Mal Folgendes gemerkt. Wir haben am Anfang deutliche Rohstoffprobleme und sind deshalb auch am Anfang von einer riesigen Horde oder Truppe oder wie auch immer ihr es wollt, an Rohirrim und Bauern angegriffen worden, die uns am Anfang fast überrannt hätten. Aber genug. Wir nehmen ein weiteres Gebiet in Angriff. Der Saum Fangorns ist ein tückischer Ort. Denn hier treffen die dichten Wälder auf die offenen Ebenen Rohans. Okay. Vorwärts, Uruk-hai! Wir werden nicht ruhen, ehe der letzte Mensch gefallen ist! Oh, seht ihr was? Bleibt zusammen! Ach, wir haben gleich am Anfang ja mal... Ich krieg langsam Hunger! Ein paar Orks, die wir vernichten können. Weiter! Wäre die Elben und Ents ab. Das eine heißt, neue Macht erhebt sich. Ents. Hier entlang. Wo waren jetzt die Orks? Waren die da unten? Hier entlang. Mach den Weg frei. Ja, da unten waren sie. Folgt mir. Die machen weiter. Wir am besten einfach mal kaputt. Die haben sowieso keine Chance. Und sind nur dazu da, um uns ein bisschen Rohstoffe zu geben. Und ich habe natürlich noch keine Ahnung, was gesetzt. Eine neue Macht erhebt sich. Gehen wir! So. Lass es Bolzenhagel! Dann. Der Sieg ist nah. Weiter! Oh, rede, Vorwärts. Rede! Vorrücken! Einmal eine Säge. Sägewerk. Da ist der Feind! Was soll eine jetzt neue Macht erhebt Sie sich. Auch immer die jetzt schon wieder herkam. Ihr sollt die angreifen. Unsere Zeit ist gekommen. Okay, hier gehen haben wir noch ein wir. Weiteres Lager. Bauen wir erstmal noch einen Schmelzofen. Und sobald ich das Geld habe, will ich hier mein erstes Schlachthaus hinbauen. Eine neue Macht erhebt sich. Vorrücken! Kann ich jetzt so langsam eigentlich auch mal Wargreiter bauen? Mal sehen. Warnungswerke, Rüstkammer. Nein! Niemand kann uns trotzen. Nach wie vor keine Wargreiter. Unsere Zeit ist gekommen. Hä? Vorrücken! Schade, ich mag Wargreiter und will definitiv welche bauen, sobald ich das kann. Der Sieg ist nah. Hier geht's mal ein bisschen davor. Bauen wir hier mal eine Uruk-Grube. Brauchen wir jetzt zwar im Moment nicht wir wirklich... Wir haben viel zu tun. Gehen wir! Erstmal wichtig ist, dass wir Rohstoffe da bauen. Sie. Oh, komm, unser erster meine Diener. End. Narr! Der Sieg ist nah. Hier entlang! Mach den Weg frei! Vorrücken! Gut. Der scheint uns nicht bemerkt zu haben. Das bedeutet, er wird jetzt erstmal brennen und dann wahrscheinlich tot umfallen. Niemand kann uns trotzen. Wie nah kann Saruman vorwärts ran, bevor folgt er uns mir bemerken würde? Hier entlang!
Ja, und ihr seht sehr schön, die Ents verlieren halt, wenn sie von Feuer getroffen werden, über Zeit einfach schon mal ihr Leben. Und nur zur Sicherheit, weil uns das ja in der letzten Mission so ein bisschen in den Arsch gebissen hat, werde ich jetzt hier mal unsere Basisverteidigung aufbauen. Aufwachen! Und da ist er umgefallen. Komm zu mir, das meine hat tatsächlich Diener. Erfahrung gegeben. Wahrscheinlich, weil wir den Feuerball draufgeschossen haben. Eine neue Macht erhebt sich. Schauen wir doch mal, was jetzt sonst. Der Ball nimmt blutige Rache, Saruman. Sie werden fallen. Könnt's Macht ja den Weg frei. Vorrücken. Gehen wir. Komm du nur, ich habe hier meine Diener. Jede Menge Bogenschützen. Macht den Weg frei. Wir werden angegriffen. Schieße meine Macht. Bitte deinen mir. Magischen Sturm Gehen dabei. Wir. Folgt mir. Folgt mir. Helft mir, ihr Narren. Werft sie in den Schatten. Gehen so, wir. End bitte. Von der noch irgendeinen Schaden anrichten kann. Beeilt euch. Macht den Weg frei. Und jetzt machen wir es doch einfach mal folgendermaßen. Ihr tatet gut daran, euch mir anzuschließen. Wir sind ein starkes Volk. So. Wir werden gebraucht. Ja. Sklaven wir meines werden Willens. Reicht sie zurück! Bleibt zusammen! Es würde natürlich deutlich mehr Sinn machen, wenn ich die in irgendeiner großen Schlacht übernehmen könnte. Kommt, Leute! Es geht los! Aber zumindest habe ich die jetzt mal so ein bisschen zurückgedrängt. Das doch. So, sehr schön. Angriffe kommen von da drüben. Das könnte ein Zeichen sein, dass da drüben irgendwas ist. Du wagst es! Niemand widersetzt sich dem Willen Saruman! So, sehr schön, Saruman. Im Gegensatz zu letztes Mal werde ich jetzt einfach mal schauen. Vernichte Elben und Ents. Lass keinen am Leben! Das sollte machbar sein. Weiter! Uruk! So, ihr geht mal da. Bewegung! Sklaven meines Gehst Willens. Hoch. Ich glaube, ich rieche den Feind. Das ist das Lager des Feindes. Nichts wird uns aufhalten. Schießt einfach mal einen Feuerball da rein. Du bist der Feind reißt uns ab! Unsere Zeit ist gekommen. Und nächste Fähigkeit. Mal schauen, was haben wir denn? Das ist immer nicht schlecht. Holen wir uns mal sämtliche Upgrades und Saruman vernichtet. Verreckt gerade fast wieder. In den Krieg! Sie greifen uns an! Da ist dann direkt ihr Lager, okay. Schneller! Geht mal bitte Vorwärts. Zurück. Hilf mir, ihr Narren! Fühle meine Macht! Da rein. Die neuen Kühe sind fertig. Sie werden fallen! So. Zerschmettert sie! Werft sie nieder! Weißt du was? Nee, mach erstmal das da kaputt. Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. So. Kehrt so. Um! Werft sie in den Schatten! Sie werden fallen! Lasst okay, keinen am Leben! Und jetzt Kehrt kann Saruman jetzt schon den Weg frei. Meinen Einheiten ein bisschen Erfahrung geben. Und das Kommt, werde ich doch meine jetzt Diener. Auch definitiv ausnutzen. Unsere Zeit ist gekommen. Macht eure Waffen bereit! Hier heißt die Fähigkeit zu mir, meine Diener. Macht der Sprache. Nichts wird uns aufhalten. Sehr schön. Vernichtet alle, die sich euch widersetzen. Macht euch kampfbereit! Ja, das kann man immer gebrauchen. Das ist fast fertig. Sklaven meines Willens. Macht euch kampfbereit! Ihr geht jetzt einfach mal da hoch. Vernichtet diese Bauern und die das Gewehr. Sind fertig. Okay. Vorwärts! Es sind ein paar Niemand Bauern, die werden ihr wohl hinkriegen.
Feuerpfeile sind fertig. Dann können wir das jetzt mal abreißen. Und dann hole ich mir eine Belagerungswerke. Der Sieg ist nah. Macht eure Waffen bereit! Anschließend bitte noch diesen einen Ork-Bogenschützen da oben vernichten. Wir haben viel zu tun. Macht euch kampfbereit! Der Feind greift uns an! Unsere Zeit ist gekommen. Du schießt mal da hinten rein. In den Krieg! Mach den Weg frei! Ja, die Mission hier ist jetzt deutlich einfacher. Ich merke echt schon, ich hätte das hier als erstes machen sollen. Also, wie in den Kassen. In den Krieg! Reinschießen bitte! Was für ein Treffer! Was für ein Treffer! Aufwachen! Ihr geht da weiter, hoch! Weiter. Ihr geht da hoch! Und diesmal hole ich mir einfach zwei Ballistaden als Verstärkung. Oder Ballisten. Heißen sie ja. Gut, Sägewerke soll ich bauen, hieß es. Bauen wir doch ein paar Sägewerke. Weiter! Und danach können wir die Map mal so ein bisschen erkunden. Da müssen irgendwo auf jeden Fall noch Ents sein. Weiter! Und Elben. Der Feind! Denke ich doch mal, oder? Ja, die sind auf jeden Fall noch am Leben. Nur hier zu eins, du Saumann. Komm zu mir, meine Diener. Du kannst ruhig mit vor. Hier entlang. Der Sieg ist nah. So, dann machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Stunk. Und erweitern unser Gebiet. Macht euch kampfbereit. Bewegung. So, weiter, weiter. Dahin? Nee, das ist das Ende der Karte. Vorwärts. Das hier, das dieser Ort gehört dem Feind. Ja, das war zu erwarten, dass da irgendwo der Ort dem Feind gehört. Nichts wird uns aufhalten. Übernimm mal die Leute. Daran, euch mir anzuschließen. Macht eure Waffen bereit! Nur leichtes Gefecht! Du schießt gleich mal einen Feuerball drauf. Macht euch kampfbereit! Unsere Zeit ist gekommen. Hier entlang! Kommt, meine Diener! Vorrücken! Ereilt euch! Vernichtet alle, die sich euch widersetzen! Macht den Weg frei! Vorrücken! Gehen wir! Ja, Ents machen halt immer noch so einen Scheißschaden, wenn sie nach oben kommen. Eine neue Macht erhebt sich. So, wir greifen an. Da entlang weiter erkunden. Nicht zurückfallen! Wir greifen an! Hier geht dahin. Das steht. Du bist schwach! Kehrt um! Gehen wir! Zerschmettert sie! Wir werden angegriffen! Du wagst es! Rückzug! Ja, Rückzug. Jetzt kriegt Saum. Mach den Weg frei! Das Maul. So. Das hier. Das hier. Eine neue Macht erhebt sich. Beeilt euch! Wir werden angegriffen! Und jetzt können wir das hier auch mal zeigen. Relativ simpel, verbessert die Rohstoffproduktion. Isengard wird siegen. Eine neue Macht erhebt sich. Hier, das hier. Das tun wir einfach mal so ein bisschen verteidigen. Ich krieg langsam Hunger! Schneller! So, das hier kaputt. Ja. Ich krieg langsam Hunger! Das hier sehr schön kaputt gemacht. Zerstört es! Darunter. Krieg langsam Hunger! Die Burg ist fertig! So, dann wird das hier noch befestigt. Nichts wird uns aufhalten. Und eigentlich hätte ich hier, merke ich gerade, keine wirklichen Ballistaden gebraucht.
Die stehen hier gerade nur rum. Spann das Seil! Uruks! Vorwärts! Die Burg ist fertig! Hier. Die Burg ist fertig! Macht euch kampfbereit! So, wir greifen an! Sehr schön. Warum sammeln die das nicht direkt weiter, auf? Wahrscheinlich weiter, sind sie nicht durchgelaufen. Weiter! Weiter! Diese Bauern. Ich krieg langsam Hunger! Weiter! Wie sieht's aus? Okay. Macht eure Waffen bereit! So sieht's aus. Dann baue ich doch gleich mal meine Ballistaden wieder nach. Sie greifen uns an! Eine. Ja doch, ich baue sie nach. Es wäre schön, wenn ich die dann in die nächste Mission mitnehmen könnte. Nicht zurückfallen! Macht euch kampfbereit! So. Da sind sie! Hier geht's. Dahin. Schneller! Sklaven meines Willens. Erfahrung. Geht jetzt. Drängt das Land mit dem Blut unserer Feinde. Kommt, meine Diener. So. Und vorrücken. Angreifen. Macht eure Waffen bereit. Hier nicht hin. Zurückfallen. Hier entlang. Weiter. Die Balliste hier weg. Wir brauchen Platz. So, ihr geht mit. Und zugleich. Einfach nur, dass ich euch dabei habe. Hat er denn hier hinten irgendwas? Nein, da hinten ist die Map auch vorbei. Ich krieg langsam Hunger! Macht eure Waffen bereit! Schneller! Nicht zurückfallen! So. Wir haben viel zu tun. Und angreifen. Zerschmettert sie! Es dürfte eigentlich auch vorbei sein, sobald dieses letzte Gebäude da kaputt ist. Vergriffen! Attacke! Gehen wir! Wir haben die Belagerungswerke erweitert! Ja, ich glaube, das war's. Aber na gut, ihr könnt ruhig noch weiter kaputt machen. Der Feind ist vernichtet. Und mit so größeren Armeen muss ich auch ein bisschen mehr multitasken. Weil ansonsten kriege ich an einzelnen Stellen immer zu sehr aufs Maul. Okay, ein Spezialfähigkeitspunkt und mehr Rohstoffe, was ja als Isengard, wie ich schon erwähnt habe, definitiv sehr wichtig ist. Was kommt denn als nächstes? Kommt jetzt schon Helms Klamm? Der König Rohans ist aus Edoras geflohen. Aber diese Bauern werden mir nicht entkommen. Ah, nein. Edoras? Kann ich jetzt schon Edoras machen? Oh ja, Edoras kann ich tatsächlich machen. Das ist ja die Hauptstadt Rohans, die wir in der guten Kampagne nicht irgendwie irgendwas mitmachen machen können. Das heißt, wir werden als nächstes also Edoras einnehmen. Da bin ich auch schon mal gespannt drauf, wie das läuft. Mit welcher Armee ich das am besten mache. Na gut, das kann ich mir ja noch überlegen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.